Naja, das hängt ja von den Grünen ab. Den Grünen sind bis Mai dieses Jahres die Hälfte der Wählerinnen und Wähler abhanden gekommen. Das hat ganz offensichtlich nichts mit mir zu tun, weil ich war zu dieser Zeit als Grüner im Untersuchungsausschuss. Wie die Grünen das schaffen, Wählerinnen und Wähler jetzt noch zurückzugewinnen, weiß ich nicht. Aber ich hoffe, es gelingt ihnen. Ich gehe davon aus, dass die Grünen wieder im Parlament sind. Nein, das ist gar nicht das Problem. Ich habe jetzt nicht mein ökologisches Gewissen abgegeben und Klimawandel bleibt neben der Gerechtigkeit eine der beiden Hauptfragen unserer Zeit für die Politik. Das beschäftigt mich und uns nach wie vor. Nur, ich habe versucht, auf neue Fragen, wie zum Beispiel die Flüchtlingsfrage oder viele Gerechtigkeitsfragen, neue Antworten zu geben. Das wollten die Grünen nicht in dem Maße, wie ich das wollte, so haben sich unsere Wege getrennt. Aber vieles, was den Grünen wichtig ist, ist mir nach wie vor wichtig. Also mit Sicherheit bekommt man kein richtiges Wahlprogramm. Weil mit dem, dass man ein Wahlprogramm schreibt und das dann gleich wieder wegschmeißt und vergisst, will ich nichts zu tun haben. Nein, die Leute, die uns wählen oder wählen wollen, die kriegen ganz konkrete Kandidatinnen und Kandidaten mit konkreten Arbeitsprogrammen. Mit dem Peter Kolber 5 Jahre Konsumentenschutz im nächsten Parlament, mit der Theresa Roscher 5 Jahre Reform der Pflege und speziell der 24-Stunden-Pflege, mit der René Schröder Verdoppelung der Mittel für Grundlagenforschung und ein eigenes Wissenschaftsministerium und. Unsere Kandidaten und Kandidatinnen sind die Programme und sie schreiben sie auch zusammen. Wir versuchen aber konkrete Entscheidungen zu erzwingen. Das haben wir jetzt schon gezeigt, wie es geht, und da kommt noch viel mehr. Ja, jetzt einmal reinkommen ins Parlament, das ist das Allerwichtigste. Und dann in sehr vielen konkreten Punkten diese Republik vom Parlament aus verändern. Ich weiß, wie man Allianzen bildet, ich weiß, wie man sich als Abgeordneter durchsetzt, was aufgreift und dann auch in Bewegung bringt. Ich glaube, wir können ziemlich viel zusammenbringen. Weil in unsicheren Zeiten wie diesen gibt es sehr große Gefahren, aber auch sehr große Chancen. Schlicht und einfach die Chancen nützen und zeigen, dass ziemlich viel geht. Also es würde ja nur dann gelten, wenn ich nicht selbst auch der linken Seite angehören würde. Wenn Wähler und Wählerinnen von der SPÖ oder von den Grünen zu uns kommen, dann hat das auf das Verhältnis dieser Seite der Republik gegenüber Schwarz-Blau schlicht und einfach null Effekt. Aber mein Ziel ist ja, in hohem Maße Protestwähler und Protestwählerinnen zu gewinnen und Nichtwähler zum Wählen zu bringen. Und damit können wir sogar die Mehrheiten verändern. Diese Wahlen werden von Protestwählern entschieden. Und die will ich dem Herrn Strache wegnehmen. Und das ist dann eine schöne Umverteilung der Stimmen. Naja, die Nichtwähler und Wählerinnen, die sagen ja, für uns gibt es nichts zum Wählen, es gibt keine Alternative. Sehr stark, weil sie der traditionellen Politik nicht mehr vertrauen und sehr stark, weil sie auch sagen, das hat mit dem, was mich interessiert und was ich mir wünsche, eigentlich nichts zu tun. Da haben neue Listen die allergrößte Chance. Und ich merke das auf der Straße, da kommen immer mehr Leute, die sagen, ich habe jetzt 10 Jahre nicht gehört, jetzt gehe ich wählen, ich wähle euch. Protestwähler ist eine andere Geschichte. Da geht's darum, mit der eigenen Stimme gegen eine falsche Politik zu protestieren. Das hat viel mit Korruption, mit Machtmissbrauch zu tun. Und da sind wir gute Adresse. Wer, wenn nicht wir, sind die, die Korruption und Machtmissbrauch bekämpfen. Und da haben wir eine Riesenchance. Und die Protestwähler haben sich was Besseres verdient als Strache, Kickl und Hofer, da bin ich mir ganz sicher. Im besten Fall, sagen wir mal, eine gewisse ironische Distanz zu mir selbst und die Möglichkeit ab und zu
mich nicht übermäßig ernst zu nehmen. Ich habe mir das erhalten, dass ich auch über mich lachen kann, und das ist manchmal ganz befreiend. Das mag ich an mir.